Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokepark Wii, Pikachus großes Abenteuer. Ja, Part Nummer, was war das für ein Part? Neue Aufnahmesession natürlich, Part Nummer 19, ja. Und ja, im letzten Part haben wir hier die, ja, die Magma-Zone sehr unsicher gemacht. Also wir haben sehr viele Freundschaften geschlossen und wir haben auch schon ein bisschen Erz zurückgebracht, gell, um den Schalter zu reparieren. Aber damit sind wir wohl noch nicht fertig. Ich muss halt erst nochmal wieder reinkommen, weil ich habe ganz vergessen, was gegen welche Pokémon schon alles gekämpft haben und was wir alles gemacht haben. Ich glaube, ich buddel einfach, ja. Und man merkt halt schon die Musik, die... Was war das denn eben? Hat mich da jemand abgeschossen gerade? Da war doch irgendwie so eine leuchtende Kugel oder was, oder wie? Ein Goldklumpen. Yep, war alles klar. Ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, ob die Goldklumpen nur dafür da sind, um Bären zu machen, oder ob man halt jetzt wirklich, oder ob man das halt wirklich so nutzen soll, weil man noch irgendein Pokémon damit freischaltet. Ich probiere es einfach mal aus. Ich bin mir gerade überlegen, was beim letzten Mal habe ich einen Kreisel gegeben, gell? Der Kreisel war dann vermutlich rund. Also machen wir da mal dann, ja, machen wir mal was Langes draus, gell? Und ich bin übrigens auch froh, dass man bei den Quirtle einfach dran vorbeilaufen kann, ohne dass die einen wirklich sehen, gell? Aber ich glaube, wenn ich da mitten durchlaufen würde, dann würden sie mich angreifen. Naja, nicht schreien, ich habe Angst. Pikachu muss sich eigentlich auch übelst warm sein hier bei der Hitze hier so ein bisschen. Man merkt ja auch hier so die, habe ich gar nicht angesprochen, gell? Dieser Nebel, dieser Schwadeneffekt, dass es so warm ist, gell? Guck mal, Geo, was ich habe, einen Goldklumpen. Da mache ich gleich was Richtiges raus. Ich muss ja übrigens sagen, wenn ich mir hier Kamerup angucke, sieht es immer so aus, als wäre es. Ja, übelst müde. Irgendwie so. So, in welche Form gießen? In eine längliche. Weil wir hatten ja beim letzten Mal den Kreisel. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Ah, ein Goldbarren, okay. Ein Goldbarren. Oder ein Goldnugget, wenn man es mal so sagen möchte, hier, wenn man es von Pokémon her kennt, gell? Wobei Nugget ja ein Stück von dem Gold, von Gold ist, gell? So, Pikachu ist reich, er kann sich zur Ruhe legen. Guck mal, Geo, was, ich hab da ein bisschen Gold für dich. Ja. Geo, was? Hey, hast du irgendwas Schönes für mich dabei? Hey, das ist ja ein Goldbarren. Möchtest du ihn mir nicht im Tausch gegen 600 Bären geben? Ja. Brauchst du nicht unbedingt, nicht mehr unbedingt, aber okay. Herzlichen Dank auch. Komm nur ruhig wieder, wenn du erneut was Schönes findest. Okay, das scheint halt nur das sein, dass man, wenn man Bärenmangel hat, dann kann man das so machen. Aber ich brauche ja noch eine, ich brauche ja eigentlich noch eine Runde. Ja, ein rundes Metallstück, gell? Genau. Damit ich ein gewisses Minispiel spielen kann. Ja, ein bisschen bohren und da haben wir schon das Metallding. Wäre etwas Eisenerz, wäre gesagt. So, weil ich möchte es halt gerne schon abgeschlossen haben, damit wir halt nicht mehr hier ewig 3 Tage etwas rumtragen, sondern auch mal ja durch die Gegend rennen können, sage ich mal. Wobei ich mir auch echt schon überlegen bin, so ein bisschen. Wo war denn jetzt eigentlich dieses Minispiel? Weil wir hatten ja. Beim letzten Part hatten wir noch. Ne, da haben wir gar kein Minispiel gemacht. Wir haben einfach nur gegen alle Pokémon gekämpft und Fangen gespielt und hast nicht gesehen. Und dann durften wir ja endlich hier einschmelzen und das war dann der Schluss vom Part, gell? Genau, genau. Also haben wir das noch gar nicht wirklich entdeckt, glaube ich. Ist halt auch wieder ewig her, dass ich gespielt habe, deswegen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer das Pokémon das überhaupt macht. Ich meine, ich weiß noch das Minispiel von Logok. Das weiß ich auf jeden Fall und das ist ja natürlich dann. Ich muss einfach da in die Mitte, wo das, ja, unten rechts auf der Karte, wo das blaue ist. Da muss ich ja dann hin. Okay. Dim, 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 dim. So. Eine runde Form. Nicht aus Versehen länglich, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir ja schon. So. Eine Eisenscheibe. Ja, die brauchen wir dann auch. Für besagtes Minispiel. Auch wenn es ein bisschen von der. Ja, sieht halt auch aus wie ein Kreis, nur halt in, in Stahlform, gell? Ach ja, Rhyperior, gell? Oder wie heißt der im Deutschen? War das der deutsche Name? Egal, wir gucken gleich mal.
Dim, 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 dim. Kann schön nicht auch was in die Lava fallen, hier schön gemütlich rumlaufen. So, warte mal, ich rede erstmal so mit ihm. Seite legen. Ah, Ayari Hornjor, gell? Hyperia war, glaube ich, der englische Name. Bravo, du hast es zu mir geschafft. Bei meinem Spiel musst du einen Gegner über den Spielfeldrand hinauswirbeln. Hinauswirbeln. Zur Teilnahme benötigst du eine Eisenscheibe. Du kannst dir eine im Schmelzofen gießen. Eine Eisenscheibe genügt. Du brauchst mir nicht für jede weitere Teilnahme eine neue zu bringen. Ja, die habe ich extra hier neben dran hingelegt. Guck mal hier. Oh, wie ich sehe, hast du da eine Eisenscheibe bei dir. Komm, du kommst du etwa wegen des Spiels? Nun, bei meiner Kreiselkeilerei geht es ganz schön ruppig zu. Mach dich alles auf etwas gefasst. Eine Partie ist Kreiselkeilerei gefällig, das macht dann 20 Bären. Gut, hier entlang, bitte lass uns anfangen. Ja, und eigentlich ist es ja recht brutal, was da abgeht, wenn man in die Lava gestoßen wird. Kreiselkeilerei mit Rihornior. Wirble über das Feld und dränge deinen Gegner über den Rand für Punkte. Spielneigung, ja, müssen wir mit der Wiimote dann steuern, ja. Bewege die Wii-Fernbedienung nach Spielbeginn wie abgebildet, um ohne zu fallen über das Spielfeld zu wirbeln. Ramme deinen Widersacher mit Schmackes aus dem Ring. Ja, die Spezial-Items helfen dir dabei, deine Gegner aus dem Ring zu fegen. Mhm. Sammle Spezial-Items ein und drücke 2 für eine Spezialoffensive. Wenn du Gegner nacheinander aus dem Ring fegst, bekommst du extra Punkte. Fege einen Gegner nach den anderen aus dem Ring und gib alles, um so viele Punkte wie möglich zu schaffen. Flamara, Magnezone und Kürtel sind die Favoriten. Ja, und dann fangen wir mal hier wieder mit Magnetilo an, mit den kleinsten, gell? Man kennt's ja. Magnetilo! Ja, und das Minispiel ist natürlich so eine Sache für sich, weil, ja, je kleiner man ist, umso eher wird man durch die Gegend gestoßen. Wie man hier gerade sieht, weil das sind jetzt wirklich ganz kleine Pokémon, die man hier hat. Aber dann kommen halt immer größere. Und das Schwierige hier ist halt, nicht in die Lava zu fallen, gerade wenn man klein ist. Weil dann verliert man nämlich die Combo. Und wenn man jetzt hier sieht, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Chance wirklich, ja, an... Na, Spezial ist zum Beispiel auch ein Vorteil. Also ich habe keine Chance hier, die Pokémon ohne das Power-Up halt rauszuwerfen. Und was halt auch noch hinzukommt ist, wenn die, na, verdammt. Wenn die Pokémon halt, also wenn man selber runterfällt, dass man halt dann die Bonus-Kombos-Punkte verliert. Weil ihr seht ja, ich krieg ja immer so mal 4, mal 5 und Co. Und das kriege ich auch nur so lange, wie ich halt selber noch auf dem Feld bin. Und so, ja, geschafft. Und so kriegt man halt die Punkte zusammen. Und es wird halt mit dem größeren Pokémon dann immer einfacher. In dem Sinne. So, also haben wir es ja geschafft hier mit dem Kleinen. Und wie gesagt, gerade weil es ja einfacher wird, holt man sich dann halt auch viel einfacher dann die Spezial... Also die vorhanden... Mann, die Punkte, die man erreichen möchte. So rum. So. Hm, das war in der Tat nicht schlecht. Hier, als kleine Belohnung von mir. Ein Prismensplitter. Sehr schön. Logok sucht auch nach Prismensplittern. Richtig fertig gemacht hat er mich. Doch ich werde es ihm heimzahlen. Erst will ich aber sehen, wie du dich gegen ihn schlägst. Rihonjo ist jetzt dein Freund. Yay! So, und weil wir hier sind gerade, ja, machen wir das Ganze halt jetzt direkt durch, gell? Damit wir halt alle Pokémon haben, die wir zumindest jetzt schon bekommen, also die wir jetzt schon haben. Oh, möchtest du etwa noch mit mir spielen? Kreiselkeilerei, ja. Weil, ja, wir wollen einfach alles machen und das gehört dann dazu. So, vor allem können wir jetzt auch direkt damit Hedorio selber spielen. Guck mal, der braucht 50.000 Punkte und das ist eigentlich relativ simpel, weil er bleibt auf dem Feld und holt dann halt Combo über Combo über Combo und ja, könnt ihr euch denken, wenn halt die Zahlen immer größer werden, wie schnell sich da dann die Punkte ansammeln. Was natürlich halt, ja, wie gesagt, bei den Kleineren nicht ganz so leicht ist. Es gab hier übrigens, also ich habe das ja auch ein bisschen auf Score gespielt gehabt. Da gab es auch so einen kleinen Trick am Anfang, wie man gleich alle Pokémon runterwerfen konnte, wenn man halt sich speziell bewegt, sage ich mal. Ui. Und ja. Ja, verdammt. Das Problem ist halt ganz simpel. Je größer. Wobei, das habe ich schon gesagt. Nee, warte mal, ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar, ihr seht ja, dass die Pokémon hier weggestoßen werden. Problem ist nur, man kriegt auch nur die Punkte, wenn man, wenn man selbst das Pokémon zum Schluss berührt hat. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Pokémon ramme und es rammt noch ein anderes Pokémon und fällt runter dabei,
dann kriegt das Pokémon, was, ja, was es halt zuletzt berührt hat, die Punkte, so gesehen, und ich krieg dann gar nichts. Und das macht das Ganze halt ein bisschen schwieriger, weil ich sehe ja schon hier den Unterschied, direkt mal schon auf 19.000 gesprungen, also, ja, das ist halt natürlich nicht schwierig, die Punktzahl zu erreichen. Schwieriger wird es halt wirklich, wenn man halt versucht, einen Maximalpunktzahl zu erreichen, was mit den Großen einfacher ist, mit den Kleinen halt schwierig. So, einmal Mobile. Also wichtig ist halt im Prinzip dann nur, dass man halt immer das Power-Up direkt hat und dass man dann auch, wenn es ausläuft, gleich wieder aktiviert, damit man halt ja selber halt die Chance verringert, dass man runterfällt. So. Und was man natürlich auch noch sagen muss, die Pokémon, die spawnen halt immer nur so weit, wie man halt die anderen Pokémon runtergeworfen hat. Und wenn dann halt die Großen ewig auf dem Feld bleiben, dann hat man natürlich keine Chance, Punkte zu machen. Also ohne das Power-Up wäre es natürlich schon fast schon unmöglich, hier großartig die Pokémon halt wirklich runterzustoßen. So. Aber wie man halt gerade sieht, die Punktzahl, die passt ja durchaus. Vor allem richtig hier jetzt gerade, ja. 35.000. Ja, soll nicht ganz gehen. Yay! Und die Steuerung selber ist eigentlich auch kein Problem, weil man kennt das im Prinzip so, als würde man halt, ja, man hätte halt die Wiimote, wie den Kreisel in der Hand sozusagen, so ein bisschen, und dann kann man halt nach oben, unten, links und rechts halt sich bewegen, in dem Sinne. So. Vor allem der Kontrast hier mit dem Punkt jetzt hier, gell? Rupanze! Und es ist auch übrigens, ja, werden wir gleich feststellen, nicht jedes Pokémon hat diese Wirbelattacke. Es gibt auch ein paar, die setzen einfach nur so eine Art Explosion ein, wo dann einfach alles um sich rum halt zur Seite schiebt, dass es halt so ein Einmal-Use ist. Und das ist halt besonders bei den großen Pokémon, die halt sowieso nur schwierig runterfallen, halt besser, weil man halt dann wirklich alles einmal runterwirft und dann sofort neue Pokémon spawnen. Das kann natürlich auch komplett, failen. Ja, okay, Fiat-Explosion, okay. Wollte ich schon sagen. Kann natürlich auch komplett failen, wie man es hier jetzt bei PC sieht, dass man gar nichts runtergeworfen bekommt, weil die Pokémon einem nicht schlafen. So. Und das ist halt der Gedanke, dass man wirklich immer die Power-Ups eher einsammelt, als sich wirklich um die Pokémon zu kümmern in dem Sinne. Aber auch hier haben wir die Bestpunktzahl erreicht. Wenn auch ein bisschen schwieriger. Aber es liegt auch echt daran, dass Pupanze wirklich im Vergleich trotzdem zu den kleineren Pokémon gehört. Es wird, glaube ich, nur höher gewertet, weil es halt die Explosionfähigkeit hat. Womit man halt dann auch die Pokémon besser runterwerfen kann. Ich hätte mal gegen Quirtle kämpfen sollen, gell? Hätte ich gleich haben können, aber gut. Nicht so wild. Hole ich ja alles dann später noch nach, was an Pokémon einem noch fehlt, so ein bisschen. Also, dass ich halt am Ende, bevor ich halt das Spiel durchspiele, nochmal die ganzen Minispiele durchgehe und den Rest durchmache, weil ich muss es ja sowieso nochmal machen, weil ich möchte dann noch später Passwörter eingeben für die legendären Pokémon. Und das, dann tut man halt sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich ja mit denen dann auch nochmal die Minispiele spielen muss oder möchte. Und dann kommt es natürlich dann alles zugute. So, man merkt schon, Pupanze hat es hier auch ein bisschen leichter. Wobei ich übrigens das Minispiel auch immer so ein bisschen random fand, weil man muss ja immer auch so ein bisschen auf die Items hoffen, dass die halt passend spawnen, sage ich mal. Weil sonst hat man ja ein leichtes Problem. Und übrigens, dass die Pokémon einen so extrem wegschießen, das liegt eher daran, wenn sie halt einen im Moment erwischen, wenn man halt selber gerade in die, also mit in dieselbe Richtung fährt. Heißt, würde man gegen sie steuern, dann hat man eine gute Chance, sie wegzustoßen. Bewegt man sich aber gerade in die andere Richtung, dann kriegt man halt sozusagen einen doppelten Stoß ab und dann rutscht man halt regelrecht runter, ohne dass man die Chance hat, wieder, also dass man halt keine Chance hat, gegenzulenken. Aber das macht halt auch wieder diesen typischen Skillunterschied aus, zu sehen, was macht man jetzt, stoßt man ein anderes Pokémon oder stoßt man lieber das, was einen stoßen möchte. Und ja. Und so kommt es dann halt alles, ja, zustande in dem Sinne. Ja, und hier sieht man jetzt übrigens, wenn man sich jetzt dann, ja,
mit größeren Pokémon hier misst, dann kann man die Pokémon sogar wegstoßen, ohne dass die einen groß selber wegstoßen können. Na. Ich möchte nicht runterfallen. So. Ah, auch der Attack, okay. Ist, glaube ich, auch jetzt, er ist ja auch einer von den Favoriten, gell? Dürfte auch jetzt etwas einfacher sein. Was halt übrigens auch schön ist, solange man halt dieses Power-Up halt, hat, kann man halt in der Zeit auch noch die anderen Power-Ups einsammeln und kann dann das sofort wieder starten, wenn es halt, wenn man es halt wirklich braucht. So. Und ein Rekord. Mokentone! Komische Stimme von ihm, gell? So. Alles klar. Auch wenn wir dann früher oder später die 9999 von den Bären erreichen, mache ich das dann trotzdem noch alles. Aber hier fehlen übrigens noch einige Pokémon, wenn ich mir das gerade so angucke. Also so von den großen speziell. Na gut, die sieht man ja auch alle hier schon im Vorfeld, gell? Was dann noch so grob fehlt. Despotar zum Beispiel. Na, nicht runterfallen. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig von den kleinen Pokémon, wenn die halt, wenn die halt schon runterfallen, wenn sie einen nur berühren. Ah, verdammt. Na. Was ich übrigens auch, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die hat Erdbeben, dass wenn die Pokémon halt gerade runterfallen und dann halt so von einem, so wirklich wegspringen von einem, dann, zählt das auch nicht als, als Punkte. So, haut ab. Na. Einmal geht noch. Vielleicht. Oder auch nicht. Ja gut, passt für uns trotzdem. Aber das, ihr seht schon, was halt abgeht. Und wie man halt wirklich schafft, die immer gut rumzuwerben. Und hier ist halt wirklich Skill auch gefragt. Wenn man die immer richtig trifft, dann dadurch, dass es halt eine Combo-Art ist, dass halt, ja, je schneller man Pokémon runterwirft, umso höher, umso schneller kriegt man halt die höheren Punktzahlen zusammen. So, und dann haben wir, ja, es ist, ja, sogar Bisaflor fehlt mir. Hatte ich Bisaflor nicht als Freund? Oder kriege ich die alle erst als Freunde nochmal, wenn ich alle drei geschafft habe? Also halt Bisaflor, Empoleon und halt Logok. So, und er will es natürlich richtig wissen. Aber er kann halt wirklich von den Kleinen halt wirklich überhaupt nicht mehr weggestoßen werden. So. Wenn man es halt wirklich schaffen würde, dass man halt am Anfang die Kleinen halt alle fünf wegkickt, dann hat man direkt eine große Combo. Ah, er kann sogar mit. Mit Steinen werfen? Okay, dann habe ich das schon wieder vergessen mit dem Stein werfen. Ich glaube, ihn habe ich auch auf 9999 gehabt und habe ihn dann deswegen nicht mehr weiter gespielt. Ja, das ist eigentlich die beste Attacke. Die geht drumherum, trifft alles und man hat. Ja, okay. Ja, jetzt weiß ich, warum ich die Attacke nicht mehr kenne, weil ich habe mit ihm dann einfach nicht mehr gespielt gehabt. Wie ihr es jetzt gerade seht. Also mit ihm wäre es halt wirklich einfach, die 9999 zu erreichen, wenn man immer Item einsammelt, warten, bis die Gegner spawnt, in die Mitte stellen und alles rumwerfen. Aber passt ja trotzdem. So. Sehr schön, alles klar. Und dann werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun haben später, wenn wir dann die restlichen Pokémon haben. Also was die Pokémon-Menge angeht, finde ich eigentlich durchaus löblich von so einem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Also so knapp 200 sind es ja. Komm bitte wieder! Ja, mache ich, wenn ich neue Freunde habe. Oh, wer steht da hinten? Ah, Glumanda! Voll komplett übersehen. Endlich haben wir uns gefunden! Ich habe schon viel von dir gehört! Du kennst mich doch! Oder nicht? Du sollst Bisaflor und Empoleon besiegt haben, erzählt man sich. Wie sieht es mit Plinthorn und Endivie aus? Siehst Hallo? Ja, hallo Glumanda, wir kennen uns doch. Tut so, als würde er uns nicht kennen am Anfang. Und wo befinden sich eigentlich der Treffpunkt? Schön, dass es allen gut geht. Um mein Haar wäre ich in die glühende Lava gefallen, doch Logok hat mich gerettet. Er ist mein Lebensretter, so stark und gleichzeitig so kühn. Die Pokémon in der Magmazone sind alle sehr heißblütig. Lass uns doch kämpfen, wo du nun schon einmal hier bist. Glumanda? Was ist los mit dir? Ich raff's gerade nicht. Hat er irgendwie Amnesie oder so oder was oder wie? Der kennt ja auch Endivie und Plinthorn. Warum?
Kabelhaft, du hast dich ungemein verbessert. Ich werde Logok bitten, mir eine Trainingseinheit zu verpassen, um auch stärker zu werden. Bis später. Ja, ich kenne... Ja, okay. Dann haben wir ihn jetzt einfach durch Kampf geschafft, gell? Okay, aber gut. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokepark Wii sehen wollt. Pikachus großes Abenteuer. Und dann sehen wir uns, oder halt von einer, ja doch, ja, halt von einem anderen Displays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wo wir dann endlich mal zu Logok gehen und gucken, was er so von uns will oder auch nicht, gell? Ciao, ciao!